Herzlich willkommen zurück zu Subnautica mit der Rezo. Ich bin Rezo und wir sind in der Finsternis. Und da hört die Finsternis auf. Sehr schön. Hoppala. Was zum Teufel ist das? Ah, okay, Moment. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich bin in der Erde. Toll. Ich bin, ohne es zu merken, durch die Erde geschwommen. Toll. zum Glück bin ich wieder rausgekommen. Das ist gut. Dann können wir jetzt nämlich nach Hause. Dort ein bisschen Zeug abladen. Und ein paar Tafeln einpacken. Keine Tafeln Schokolade, sondern Tafeln für das Öffnen von Basen. Das brauchen wir. Und dann können wir tatsächlich die Basis öffnen unten. Oh, was ist denn das? Ach, ein großes Stück Aurora. Habe ich das schon untersucht? Fragezeichen. Gucken wir doch mal rein. Wenn wir Dinge finden, die wir noch nicht kennen, habe ich es noch nicht untersucht. Da haben wir zum Beispiel eine Tür. Und na los, lass mich rein. Hallo? Hier sehe ich gerade überhaupt nichts Scannbares. Oh, Krebsschubkanonenfragment. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Also Schubkanonenarmfragment. Ja, das hatten wir noch nicht. Aber wir waren hier schon mal. Und Kommandostuhl ist wichtig. Denn wenn wir nicht schon mal hier gewesen wären, dann wäre hier noch was drin. Versiegelte Tür machen wir auf. Mit dem Laserschneider. Hoppala. Bisschen auf den Sauerstoff achten, aber nicht mehr so doll wie ganz früher, denn wir haben ja zwischendurch Upgrades gemacht. Dadurch können wir ja eine Weile unter Wasser bleiben, das ist gut. Und klack, auf. Datenterminal zum Daten herunterladen. Haben wir offenbar schon gemacht. Und hier haben wir auch schon Daten rausgenommen. Hier haben wir noch eine versiegelte Tür. Machen wir auch auf. Vielleicht finden wir ja noch das zweite Fragment für den Schubkanonenarm. Ich frage mich, ob die Schubkanone im Krebsanzug dann stärker ist als die normale. Stasegewehrfragment. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Habe ich. Okay. Da haben wir noch eine Tür zum Aufmachen. Und dann bin ich wahrscheinlich wieder draußen. Nee, doch nicht. Okay. Was haben wir hier? Krebsanzug, Schubkanonenfragment. Yay. Oh, wir haben eine neue Nachricht zu Hause. New blueprint acquired. Seek fluid intake. Ja, wir trinken bald wieder was. Und was haben wir hier? Hier haben wir den Ausgang. Okay. Tja, immerhin haben wir was Neues erforscht damit. Das ist doch schon mal schön. Was sind die Deep Explorer so weit weg? Mensch. Soll sie doch gar nicht. Wir nehmen mal zweimal Quarz noch mit. So. So. Wir gehen da nicht wirklich auf Jagd, aber das Inventar machen wir noch schnell voll. Und zurück nach Hause. Wir haben eine neue Nachricht, die wir uns anhören wollen. Wahrscheinlich, weil wir die Basis gefunden haben. Die Forschungsstation. Ich sag jetzt die ganze Zeit Forschungsstation, aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich die ist. Sollte aber. Die Koordinaten stimmen einigermaßen. An den Inhalt bin ich bisher noch nicht reingekommen, aber ich habe auch die Warnung bekommen, dass da gefährliche Inhaltsstoffe drin sind. Das klingt auch nach Forschungsstation, ne? Warum dauert es denn immer so lange? Ich
weiß nicht warum, aber es stört mich auch, dass ich keine Geschwindigkeitsanzeige bei der Seemotte mit drin habe. Oder beim Porn. Damit könnte ich ungefähr die... Na gut, die Entfernung kann ich auch... Die Entfernung habe ich auch so, also das ist nicht wirklich... Ich habe wirklich keinen rationalen Grund, aber ich hätte gerne eine Geschwindigkeitsanzeige. Einfach damit man sieht, es geht voran. So, tja, ich könnte das eigentlich wunderbar ausmessen. Ich habe hier meine Uhr die ganze Zeit von der Aufnahme auf einem anderen Bildschirm laufen. Und ich sehe, wie schnell die Meter hier vergehen. Könnte man also machen. Werde ich nicht machen, weil ich keine Ahnung habe, wo mein Taschenrechner gerade liegt. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Und den Taschenrechner hätte. Und da ist die Basis. Endlich. Wahrscheinlich werden wir gleich, falls wir jetzt so genug Quarz haben, noch schnell die Basis ein klein bisschen ausbauen. Ein weiteres Dings daran bauen. Ein weiteres... einen weiteren Raum. So. Hoppala. Runter. Hoppala. Kommen wir rein? Ja, kriegen wir hin. Punktlandung. Guten Morgen, Gideon. So, wir schauen nach. Wie viel Quarz haben wir denn? Wir haben 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Ja. Hier. Hoppala. Da getrunken zu sehen. Ionenwürfel nehmen wir noch weg. Weg, ja. Die Tafel nehmen wir mit. So. Titan kommt hier hin. Dann nehmen wir Quarz. Packen nochmal Blutöl hier rüber. Und nehmen nochmal Quarz. So. War es das schon, was wir brauchen? Fragezeichen. Konstruktionswerkzeug. Und wir brauchen zweimal Titan. Hatten wir doch hier auch drin, oder? Ja, hatten wir. Und dann sollten wir auch noch nachgucken. Na, dürfte ich mal. Was wir für eine weitere für ein weiteres Fundament brauchen. Oh, Blei. Gut, dann wird das auch mal verbraucht. Und Werkzeugraum braucht 6-mal Titan. Und erstmal das Blutöl weg. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist Magnetit, kein Blei. Das ist Blei. Gut. Und das ist Blei. Sehr gut. Jetzt hören wir uns erstmal die Nachricht an. Altera Hauptquartier. Hier ist das Altera Hauptquartier. Möglicherweise ist dies unser einziges Kommunikationsfenster. Wir können kein Rettungsschiff über die volle Distanz schicken. Daher werden Sie, Aurora, uns auf halbem Weg treffen müssen. Was? Wie denn? Die ist kaputt. Wir haben Baupläne in den Schiffscomputer hochgeladen. Die Flugschreiberdaten zeigen, dass das Hochsicherheitsterminal im Quartier des Captains immer noch funktionsfähig ist. Der Code sollte 2679 lauten, wenn Sie rauschen. Ja, also wenn Sie und dann bricht die Verbindung ab. 2679. Das steht doch hier dann auch, oder? Vielleicht hier? Nein. Aus irgendeinem Grund. Ja, machen wir. Aus irgendeinem Grund sind die Aufzeichnungen nicht mehr vollständig. Was etwas doof ist. Codes, eigene Notizen. Nein. Fremde Daten bringt auch nichts. Überlebende der Aurora vielleicht? Moment. Nein. Tja. Ich weiß echt nicht warum. Tag 94. Welchen Tag haben wir denn jetzt? Ja, okay, das... Ja, toll. Die Aufzeichnung ist sehr vollständig gerade. Was? Was?
Was war das? Gehörte das hier zur Aufzeichnung? Moment, nur zur Sicherheit. Evidence suggests it is located 800 meters below sea level, approximately 1 kilometer southwest of this installation. Information recorded to data bank. Okay, dieses What are you? Kam jetzt offenbar von woanders. Ich weiß nicht von wo und ich bin beunruhigt. Oh, Moment mal. Hat da eben nochmal geleuchtet? Nee, okay, gut. Gut, gut. Dann gehen wir mal hier hin und bauen ein weiteres Fundament. Sehr schön. Und dann bauen wir da einen Mehrzweckraum rauf. Und offenbar habe ich zu wenig Titan. Ich habe das so aus dem Fundament nicht mit eingerechnet. Also es hat jetzt gerade gereicht, aber es reicht jetzt gleich nicht mehr für den nur für das Aquarium. Da müssen wir uns noch schnell ein bisschen Titan holen. Zack, zack. Und nehmen wir gleich die Eier mit. Ich würde sagen schon. So, das hier sollte ein Pirscher-Ei sein. Und das hier nicht. Das hier nicht. Das hier aber. Nein, hier sind wir falsch. Moment, wir gehen hier lang. Jetzt nach rechts. Sehr schön. Hier haben wir Platz für ein Aquarium. Oh, sonstiges. Achso, ja, der Kommandostuhl ist jetzt da. Moment, was fehlt dort? Glas. Ich habe jetzt das ganze Quarz natürlich bei und es vergessen umzuwandeln. Um die Nahrung kümmern wir uns gleich noch. Ist jetzt nicht so dringend, weil wir auch zu Hause sind und jederzeit was essen können. Da müssen wir das nicht sofort machen. Ich bin etwas beunruhigt dadurch, dass ich offenbar angesprochen wurde. Also es war eine weibliche Stimme. Ich nehme an, wir wurden angesprochen. Sind wir männlich oder weiblich? Die Frage hat sich mir bisher nie gestellt. Wenn man so runter guckt, sieht es nach männlich aus, oder? So, ein Lebensform-Zuchtbehälter und ich habe vergessen, die Luke mit einzuberechnen. Müssen wir natürlich auch noch gleich einbauen. So, und wie viel kostet denn eine Luke? Zweimal Titan, einmal Quarz. Aus irgendeinem Grund habe ich nochmal Quarz bei, das ist gut. Zweimal Titan, das muss ich tatsächlich direkt holen, also komplett holen. Und haben wir hier. Sehr schön. Dann werden wir gleich mal das Benzolzeug herstellen. Einfach um zu gucken, ob wir damit neue Dinge freischalten. Denn mit dem Finden vom Blutöl haben wir gleich mehrere Rezepte freigeschaltet. Und ich will einfach mal gucken, wenn wir jetzt so mehrere weitere Dinge haben, dann... Sieht das nach Pirscher aus? Bestimmt. So. Jetzt werden wir mal schnell was essen. Und trinken. Damit gleichzeitig im Prinzip. So. Sehr schön. Da haben wir noch ein paar Pflanzen. Noch ein paar Früchte, meine ich. So. Bevor wir jetzt hier das Wasser verschwenden, das wir bei haben. Das können wir tatsächlich nämlich noch gebrauchen. Und Moment, damit wir voll sind. So, jetzt sollten wir auch wieder heilen, das ist auch gut.
Dann nehmen wir das Blutöl hier. Und nicht nur das, sondern auch das. Und stellen daraus mal einmal, was war's? Benzol her. Sehr schön. Anwendung als Öl oder Lösemittel. Toll. 3x4 Felder, also 12 Felder werden zu einem damit. Also offenbar braucht man wirklich sehr viel Blutöl, um Benzol zu bekommen. Fasergewebe. Wo bekomme ich Fasergewebe her? Achso, das ist das, das man aus der Schlingpflanzenprobe kriegt. Okay. Haben wir davon vielleicht noch was hier? Also Schlingpflanzenprobe glaube ich weniger, aber Fasergewebe ist durchaus möglich, dass noch was rumliegt. Ne, hab jetzt nichts gesehen. Dann gehen wir eben mal kurz raus und holen was. Hui! Da. Schlingpflanzen. Holen wir. Zack. Und ernten. Und zurück. Ist da überhaupt? Ja, okay. Die Motte ist geparkt. Welcome aboard, Captain. Guten Morgen, Gideon. Einmal Fasergewebe. Da hat sich das Icon geändert, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die das Modell. Okay, und synthetische Fasern. Hochfeste synthetische Fasern. Keine Ahnung, für das, was wir das brauchen. Was Neues haben wir jetzt offenbar damit nicht freigeschaltet. Aber, Moment mal. Vielleicht hier? Nö. Und... Nee, ich sehe hier auch nichts, das diese Fasern benötigen würde. Vielleicht hier. Erstmal die Tafeln brauchen Ionenwürfel, gut zu wissen. Kreislauf. Okay, das Kreislauf-Tauchgerät. Achso, nee, das braucht normales Fasergewebe. Oh, der verstärkte Tauchanzug. Der bräuchte synthetische Fasern. Ja. Der 50% physischen Schutz bietet und das Überleben unter extremen Temperaturen sichert. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. Wir packen das mal hier rein. Jetzt gucken wir noch schnell, was wir so für Tafeln haben. Hier haben wir eine orange Tafel, nehmen wir mit. Hier haben wir keine Tafeln. Nehmen wir dann auch nicht mit. Hier haben wir auch nichts. Da nehmen wir auch nichts mit. Strahlenschutzanzug, ja, brauchen wir nicht. Okay, hier haben wir jetzt gerade nichts Spezielles bei. Und wir gucken mal kurz. Achso, ja, wir haben den Destillanzug. Ja, auf den Effekt müssen wir dann leider verzichten, wenn wir auf den stärkeren Anzug später zurückgreifen. Dann würde ich sagen, haben wir die Tafeln. Wir könnten wieder los. Dann machen wir das auch. Wir machen uns wieder auf den Weg. Wahrscheinlich werde ich, wenn wir im Blutgebiet sind, den Cut machen zur nächsten Folge. Da hinten haben wir das Blutgebiet. Sehr schön. Die Pirsche haben jetzt erstmal eine Weile Zeit, um zu schlüpfen. Voilà. Und wir haben eine lange Reise vor uns. Wenn ich zwischendurch Silber sehe, danach halte ich gerade die ganze Zeit noch Ausschau, also nach einer großen Silberquelle. Da muss ich mal kurz Pause machen, um mir aufzuschreiben, wo genau das ist. Damit ich mir das später mit dem Porn abholen kann. Die haben ja leider momentan keine Boje übrig. Und ja, damit wir irgendwann wieder Bojen haben, brauchen wir eine zuverlässige Silberquelle. Und da hilft schon, wenn man einfach einen großen Haufen Silber hat. Da muss ich mich kurz unterbrechen, weil ich sagen wollte, eine verdammt große Silberquelle. Ich will mir dieses verdammt abgewöhnen. Ich meine, es ist jetzt kein schlimmes Flugwort, das nicht.
aber ich benutze es zu oft. Ich bin auf dem falschen Weg. Dahin will ich. Also zu oft, wenn es auch vollkommen unangebracht ist. So. Wir sind auf Kurs. Yay. Da habe ich mich eben erschrocken, weil ich dachte, die Winterranke wäre irgendein Monster, das ich noch nicht kenne. Monster in Anführungszeichen. Ich meine, nur weil es riesig ist und mich essen möchte, ist es ja noch lange kein Monster in dem Sinne. Ist eben bloß ein Wesen, das höher in der Nahrungskette steht. Was an sich gar keine so schlechte Definition wahrscheinlich ist für Monster. Kann ich den mitnehmen? Okay. Ich frag mich. Ich will es auch nicht direkt ausprobieren. Wenn sie jetzt auf mich zugeschwommen wären, dann hätte ich jetzt mal zugeschlagen mit dem Messer, um zu gucken, ob ich damit einen gekochten Piranha dann bekomme. Und was haben wir hier? Hinter Tür Nummer 2. Oh, einen Gang. Sehr interessant. Manchmal wünschte ich, ich hätte mir die Taschen abgecraftet. Ne, okay, hier geht es offenbar nirgends weiter. Aber hier gab es noch was zum Aufmachen. Wir brauchen den Schneider und packen den mal hier hin. Momentan fahren wir sowieso nicht die ganze Zeit rum. Ich hoffe doch, dass ich das nicht brauche, wenn ich... Oh Gott! Erschreck mich doch nicht so! So. Das ist direkt... verdammt! Jetzt dachte ich, der Tote wäre der Lebende und der Lebende der Tote und... Okay, den haben wir. Jagen die sich jetzt gegenseitig? Hoppala, ich glaube tatsächlich, die fressen sich gegenseitig. Ja! Oh, Energiequelle wechseln, deswegen funktioniert es nicht. Ah. Okay. Wie viele sind da draußen? Achso, das meiste sind kein... Doch, das sind Beißer. Das sind alles Beißer. Ich will hier nicht mehr sein. Andererseits will ich wissen, was hinter der Tür ist. Okay, wir schleichen uns rein. Bisher haben sie auch nicht so viel Schaden angerichtet, ne? Und aus irgendeinem Grund hacken sie dort oben alle zusammen. Okay, hier gibt's nichts. Das ist ein Schubkanonenfragment, das brauchen wir nicht. Toll, dafür der ganze Aufwand. Dafür, dass wir hier nichts haben. Na gut, Wasser. Nehmen wir. Und was haben wir dort? Achso, das Schubkanonenfragment, das ich eben schon gesehen hatte. Okay, dann steigen wir wieder ein. Okay. Und das war jetzt wesentlich stressiger, als es hätte sein sollen. Die können einen ganz schön erschrecken. Hoppala. Aber ich glaube, die wurden ein bisschen genervt. Im Gegensatz zu allem anderen. Das irgendwie viel mehr Schaden macht inzwischen. Machen die jetzt offenbar gar keinen mehr. Also gar keinen ist nicht ganz richtig, aber sehr wenig. Nicht so viel, dass man sich wirklich drüber Sorgen machen müsste. Was ist das? Dürfte ich bitte? So. War das ein Beißer? Oder war das der da? Ne, ich glaube, das war ein Beißer. Da, ja. Fällt gerade auf, ich nenne die ganze Zeit Beißer, ne? Die Beißer sind eigentlich die Piranhas. Die ich eben Piranhas nenne. Hoppala, da gehen wir nicht hin. Der teleportiert uns noch raus. Das wollen wir gerade nicht. Da haben wir noch einen Beißer. Dort hinten ist die Boje. Wir holen uns hier einmal Blutöl ab.
Hoppala. Okay, da wurden wir wieder gebissen, aber es hat nichts ausgemacht. Okay. Haben wir ein bisschen Aluminium. Ich glaube, das sollten wir auch wieder ein bisschen mitnehmen. Davon haben wir in letzter Zeit mehr verbraucht, als wir eingesammelt haben. Und das findet man ja nicht so leicht an der Oberfläche, wie zum Beispiel Quarz. Oh, hier kann man mehrmals Blutöl rausnehmen. Schön. Und runter geht's. Wo genau? Ach, da. Gut, hab den Weg gefunden. Ja, gut. Dann in der nächsten Folge die nochmalige Suche nach der Forschungsbasis. Und diesmal können wir direkt rein. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.